ihr Lieben, willkommen hier. Schaut mal, wen wir heute hier haben. Die bezaubernde, wunderbare, junge, mega aussehende Maria Prean. Maria, schön, dass du da bist. Danke, danke, danke. Wisst ihr, bei so einem Empfang, da kann man nur strahlen. Seht mal, wie ihr wisst, wir haben Fragen gesammelt. Fragen, die wir an die Maria stellen dürfen. Und wir wollen einfach aus dem Alltag von der Maria hören, aus der Weisheit, aus dem Trog der Weisheit, den die Maria so mit sich trägt. Und deswegen sind wir total begeistert, dass die Maria hier ist und uns die Fragen, die ihr eingesandt habt, beantworten wird aus ihrem Alltagsleben mit Amen. Maria, bist du bereit? Jawohl. Ich habe hier eine Frage und zwar, schau mal, hier steht, Maria, was gibt dir Kraft, durchzuhalten und nicht erschöpft zu sein? Oder bist du doch manchmal auch ein wenig schlapp? Also ich muss sagen, der Herr Jesus war so müde, dass sein Boot eingeschlafen ist und durch einen Sturm durchgeschlafen hat. Also abends bin ich meistens müde. Okay. Aber untertags hänge ich mich einfach an Jesus. Die Mutter Teresa wurde mal gefragt, was das Geheimnis ihrer Kraftquelle ist. Sagt sie, der Tag hat 24 Stunden. Ich hänge mich 24 Stunden an Jesus. Wow. Hätte er mehr Stunden, würde ich mich mehr an Jesus hängen. Wow. Wisst ihr, es geht darum, dass wir im Augenblick leben. Und der Augenblick gibt uns Kraft. Schon 10 Minuten weg habe ich keine Gnade mehr. 10 Minuten vor mir auch noch nicht, aber jetzt fließt die Gnade. Und wenn wir in dieser permanenten Verbindung mit Gott bleiben, leben wir permanent im Strom der Gnade Gottes. Amen, ich liebe das. Permanent im Fluss des Heiligen Geistes. Und das ist mein Geheimnis. Ich brauche keinen Urlaub. Ich bin permanent im Urlaub. Und wisst ihr, wenn man mal herauskommt aus dem Leistungsprinzip, wo man glaubt, es ist alles nur tun, 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 nicht tun, nicht tun, nicht tun, dann kommst du in ein Leben der Gnade. Und ein Leben der Gnade ist alles frei. Der Herr sagt, umsonst habt ihr empfangen, umsonst gibt es weiter. Der Herr Jesus sagt, wir sollen, habe deine Lust am Herrn und er gibt dir, was dein Herz begehrt. Außerdem, wenn du deine Lust am Herrn hast, dann wird dein Leben lustig. Das garantiere ich dir. Mein Leben ist alles eher als langweilig, weil ich einfach in der permanenten Gegenwart Gottes lebe. Und das ist Geheimnis für jeden. Wisst ihr, morgen ist noch nicht da, gestern ist schon weg. Jetzt habe ich die Autorität und jetzt habe ich die Gegenwart Gottes. Die Gegenwart Gottes ist die permanente Ewigkeit. Bei Gott gibt es nur Ewigkeit. Für den ist die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft immer ein permanentes Jetzt. Und wenn wir in dieses Jetzt durchdringen, weil wir wissen, Gott hat alles schon geregelt, wisst ihr? Er hat alles schon vorgeplant. Im Epheserbrief steht, dass wir in den vorbereiteten Werken des Herrn wandeln sollen. Amen. Wieso sollen wir uns anstrengen, selber was einfallen zu lassen, wenn er alles schon vorbereitet hat? Und im Psalm 23, wo es heißt, der Herr ist unser Hirte, uns wird nichts mangeln. Wisst ihr, wir sind einmal Schafinnen. Und Schafinnen brauchen einen Hirten. Wir haben einen Lehrer gehabt in Uganda und der hat den Kindern den 23. Psalm gelehrt. Und dann hat er sie ausgefragt, zwei, drei Tage später, und die haben gekonnt. Und dann hat er den Johnny gefragt, der war nicht so wiff. Er hat gesagt, Johnny, kannst du es auch? Sagt er, ja, Herr Lehrer, the Lord is my shepherd, that's all I need. All you need to know. Yeah. The Lord is my shepherd, I shall not want, and that's all I need. Der Herr ist mein Hirte, das ist alles, was ich brauche, mehr brauche ich nicht. Und so, ihr Lieben, lasst euch führen vom Herrn. Gebt euch hinein in die Gegenwart Gottes und sagt, Herr, das ist dein Tag, den du vorbereitet hast, geh mit mir jetzt. Und dann geh mit Gott durch den Tag und du wirst staunen, was er aus jedem Tag macht. Ein Abenteuer. Manchmal frage ich mich, war das ein Tag oder eine Woche? Dann wird nie mehr Langeweile sein, nie mehr Frust. Er gibt dir alles im richtigen Augenblick. Du musst nur mit ihm in Verbindung bleiben. Amen. Und das ist etwas, was ich wirklich bezeugen kann. Einfach mit dir abzuhängen oder die Ise und ich, wenn wir mit dir abhängen. So wie Paulus sagt, ich bin ergriffen von Christus. Halleluja. Und das ist alles, was ich brauche. Und Amen. Das ist etwas, was du ausstrahlst, was Danke. Du auslebst. Danke. Und es ist einfach, genau deswegen mag ich sagen, mit davon abzubekommen. Halleluja. Vielen Dank, mega, ja. Absolut. Und das ist wirklich, das sind einfach Worte, die du lebst, nicht nur sagst, sondern wirklich lebst und ausstrahlst. Halleluja. Ja, sonst könnte ich nie tun, was ich tue. Ja. Ich tue jetzt viel mehr, obwohl ich viel weniger Aufwand habe.
Wow. Weil Jesus alles in mir, durch mich macht. Ich muss ihm nur zur Verfügung stehen. Und dieses zur Verfügung stehen, wisst ihr, wir sollen unsere eigenen Pläne total aufgeben. Ich habe übrigens das Wort Guidance auf Englisch, da ist hinten Dance, tanzen, vorne G-U-I. God, you and I dance. Wow. Und es soll ein Tanz der Liebe sein in den Armen Gottes. Und dann gibt er dir, er bestimmt das Tempo, er bestimmt, wo es hinführt, er entscheidet sich für die Musik, du musst nur in seinen Armen bleiben. In ihm bleiben. Wenn wir in ihm bleiben und seine Worte in uns bleiben, können wir bitten, was wir wollen. Amen. Und ich sage jeden Tag, Herr, du kannst mit mir machen, was du willst, wie du willst, wann du willst, wo du willst, kannst mich auch auf Null reduzieren. Nur verherrliche deinen Namen. Amen. Setz mich zum Segen und schenk mir Freude, die Welt nicht geben und nicht nehmen kann. Und das tut er. Hammer, Hammer. Und das ist wirklich ebenso die Freude. Das ist etwas, was dich ausmacht.